Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegin Kassner von den Linken, in der Tat geht ein Gespenst um, aber mehr bei Ihnen in der Fraktion als durch Deutschland. Und ich finde es immer wieder schön, weil wenn es es nicht gäbe, man müsste sie wirklich erfinden, weil jedes Mal in die ideologische Tiefgrube gestiegen wird. Die bösen Privaten, ganz böse Privaten und der gute Staat. Und das passt natürlich unheimlich gut. Ja, das passt super in den Zeitgeist, ich weiß, macht Ihren Antrag aber definitiv nicht besser. Es braucht vor allen Dingen dazu intelligentere, überzeugendere Argumente. Und die habe ich weder in Ihrem Antrag gelesen, noch haben Sie ein Wort hier gerade dazu gesagt, wie Sie sich das vorstellen. Ihre Beispiele zeigen lediglich, dass es nicht geschafft wurde, faire Verträge zwischen Staat und Unternehmen auszuhandeln. Und natürlich können Verträge anständig gestaltet werden. Aber für 1 Euro verkaufen, keine Bedingungen stellen und am Schluss rumheulen, so wie das beispielsweise beim Berliner Spaßbad SEZ der Fall war, so nicht. Übrigens von Rot-Rot verbockt. Natürlich. Natürlich, Daseinsvorsorge ist ein hochsensibler Bereich. Es geht um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit elementaren Dingen wie Wasser und Energie. Und der Auftrag der Kommunen ist klar, eine zuverlässige, bezahlbare Versorgung flächendeckend zu organisieren. Und das ist nicht profan. Wir haben unterschiedliche Anforderungen in Deutschland, die sich nicht nur zwischen Stadt und Land unterscheiden. Und deshalb darf hier auch nicht platt und undifferenziert argumentiert werden. Eine Blankoabrechnung mit allem, was nicht kommunal bzw. staatlich gesteuert ist, ist total daneben. Es ist übrigens auch nicht sinnvoll. Energieversorgung kann auch privat Sinn machen. Sie wissen genau, dass die aktuelle Stromnetzregulierung die Interessen der Öffentlichkeit wahrt. Und das ist für den Staat und damit für alle Steuerzahler in der Republik letztlich günstiger. Und da macht man einen Vertrag mit gesicherter Kontrolle und entsprechenden Vertragsstrafen, Lasten und wohlgemerkt auf beide Partner gleich verteilt. So wird ein Schuh draus. Übrigens, da Sie aus Ihrer Landratsvergangenheit gerade geplaudert haben, erzähle ich mal aus meiner Bürgermeistervergangenheit aus der Stadt Düsseldorf. Da haben wir die Stadtwerke verkauft, haben damit den Kernhaushalt komplett entschuldet. Und, gute Nachricht, das Kohlekraftwerk gehört der Vergangenheit an. Heute steht da das modernste Gaskraftwerk Europas bei stabilen Preisen. So, ja, Sie müssen mal kommen, dann zeige ich Ihnen das mal. Aber warum glaube ich, auch Sie überzeugen zu können? Ihre Kollegen, die Linken im Düsseldorfer Stadtrat, haben es bis heute nicht kapiert. Irgendwann ist auch gut, muss man auch nicht weiter erklären. Und wohin die blinde Komplettkommunalisierung auf längere Frist führt, ich muss es leider sagen, wir kennen es aus der DDR, wenn die glorreich erworbenen Strukturen sanierungsbedürftig werden und sich kein Mensch mehr drum kümmert, machen Sie die Augen auf, alles jämmerlich und kaputt. Und noch ein Letztes, zu glauben, dass persönliche Interessen in der privaten Wirtschaft eine höhere Relevanz haben als bei den Kommunen, ist lächerlich, das wissen Sie. Da, wo Menschen sind, werden auch Fehler gemacht. Das Zauberwort heißt Wiederwahl, Postenvergabe oder Beförderung, je nachdem. Transparenz und Effizienz, das ist weder bei privaten Unternehmen noch kommunalen in manchen Bereichen besonders geschätzt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ihre antiquierten Reflexe gehen einem wirklich tierisch auf den Keks, auch um diese Uhrzeit. Und es ist, nein, entschuldigen Sie, aber es hat nichts damit zu tun, um das deutlich zu sagen. Vor jedem Abschluss müssen die privaten Partner, Konzessionsvergabe und Partnerschaften genau geprüft werden. Und deswegen ab in die Mottenküste oder ab, nehmen Sie das Gespenst und fahren Sie aufs Land hinaus. Vielen Dank, Frau Kollegin Strack-Zimmermann. Als nächster und letzter Redner zu dem Tagesordnungspunkt der Kollege Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort.